Herzlich willkommen bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Hier ist Christian Rieken und heute lade ich dich ein zur letzten Mitschnittausgabe eines Experience-Seminars Beziehung. Und heute geht es um das spannende Thema Flüchten, Leiden und warum wir das leider Gottes so oft tun in unserem Leben, was uns wirklich keinen Millimeter weiterbringt. Sei gespannt, lass dich inspirieren. Ich freue mich, dass du da bist. Bis später. Die meisten Menschen, die, eigentlich ziemlich alle, ich kann mich auch nicht erinnern, dass es bei mir früher anders war, die ein Seminar besuchen möchten oder das überlegen oder einen Coach suchen oder einen Therapeuten oder irgendeine Unterstützung, sind, und das ist, klingt jetzt vielleicht anträgernd oder so etwas, aber sind auf der Flucht. Und weil sie auf der Flucht sind, finden sie so schwer diesen Schlüssel in sich selber. Und wenn ich so unser Seminargeschehen betrachte, und so, da ist ein so großer Wandel gewesen, es geht hier überhaupt nicht darum, jemand etwas zu bieten, was ihm bei seiner Flucht hilft. Versteht ihr, mit Flucht meine ich dieses, ich will jetzt dieses Gefühl weghaben. Oder ich will wieder diesen alten Zustand in meinem Leben, was sowieso nicht möglich ist, weil der Fluss eben halt immer nur in eine Richtung fließt. Ich möchte jetzt dieses Gefühl öfter haben in meinem Leben oder jenes Gefühl weniger haben in meinem Leben. Ich meine, darum geht es doch bei allen, immer nur. Wir leiden, weil wir etwas haben, was wir nicht wollen. Oder wir leiden, weil wir etwas nicht haben, was wir wollen. Und wir möchten mit euch diesen Weg gehen, komme, was wolle und wolle, was komme. Und das ist komplett anders. Und das, weil wir aber ein Leben lang wirklich von klein auf an, auch schon über die Eltern und Großeltern und das ganze Umfeld gelernt haben, wir müssen uns verändern, wir müssen alles verändern. Und dieses ewige Verändern ist eine ewige Flucht. Es ging noch nie darum, das kriegen wir gar nicht beigebracht, wir haben auch gar keine Vorbilder dafür gehabt, es ging noch niemals darum, zu lernen, komme, was wolle. Also wie bitte sollen wir denn Vertrauen überhaupt, wir reden über Vertrauen, wir wissen gar nicht, was das ist. Komme, was wolle, ist Vertrauen. Und wolle, was komme, das ist Vertrauen. Aber da ist was, da ist wieder was und das will ich weghaben, das ist doch kein Vertrauen. Und wenn es mir tatsächlich gelingt, jetzt wird es ja spannend für alle, die schon glauben, man müsste Dinge verändern. Ja, ist okay, habe ich nichts gegen. Dann verändern wir sie. Und dann kommt das Nächste. Und dann kommt wieder das Nächste. Und dann kommt wieder das Nächste. Und du bist ein Leben lang, es sei denn, du kriegst das große Geschenk einer satten Krise, eine Krise, die dich so auf den Boden katapultiert, dass du aufgibst, dass du aufhörst zu fliehen, dass es nicht mehr, dass es einfach nicht mehr geht, du hörst auf zu fliehen. Das war in meinem Leben mein Geschenk, ganz sicher. Das war auch Lilians Geschenk. Und das sind die Momente, die ja, ich sag mal, die meisten Menschen auf keinen Fall wollen, weil sie Angst davor haben. Wo ist da Vertrauen? Auch kein Vertrauen. Ja. Also wir sind dabei, auf einer Reise vor dem zu fliehen, was ist, und vor dem zu fliehen, was noch nicht ist. Das ist unfassbar stressiger Wahnsinn. Obwohl wir alle wissen, dass wir sterben beispielsweise, das ist die größte Flucht, ja, wo wir am meisten Angst vor haben. Deswegen optimieren wir uns ja wahnsinnig, machen ganz viel Anti-Aging und versuchen alles auf die Beine zu stellen, dass wir nicht sterben und wir werden trotzdem sterben. Und wir wissen gar nicht wann, es könnte schon morgen sein. Also jemand, der 63 ist, braucht nicht davon reden, er hat nicht viel Zeit mehr. Das kann auch ein 35-Jähriger sagen, das weiß er nämlich nicht. Wir haben überhaupt keinen Plan. Das heißt, das Sinnvollste, was wir lernen können, ist zu lernen, komme, was wolle. Und wolle, was komme, sonst habe ich nie Frieden. Ich habe nie Frieden. Ich habe nie Ruhe. Ich komme nie raus aus dem Stress.
Ich kann nie das Leben wirklich lieben, weil das Leben immer eine Gefahr bedeutet sonst. Kriegt ihr da ein Gefühl für? Das Leben bedeutet immer eine Gefahr sonst. Weil ich ja nichts kontrollieren kann. Ich kann nichts manipulieren. Ich kann nichts lenken und leiten. Ich kann mir haufenweise Hyaluron ins Gesicht ballern und trotzdem wird 10 Jahre später mein Gesicht ein bisschen rosinenmäßiger aussehen und nicht mehr wie die. Ja, es geht einfach nicht. Sicher werden wir noch ganz tolle Sachen erschaffen. Wir werden wahrscheinlich ist auch, die Errungenschaften werden noch weitergehen. Wir werden mit Sicherheit bald so weit sein, dass du auch mit 80 noch aussiehst wie mit 19. Toll. Dann haben wir die Wertigkeit des Alters auch endlich abgeschafft. So wie alle anderen Wertigkeiten, die immer mehr abgeschafft werden. Echte Werte, worauf Menschlichkeit basieren könnte. Ja. Und es ist so verrückt, dass wir einfach uns nicht trauen, stehen zu bleiben und der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Die Wahrheit, die wir alle wissen. Nicht irgendwie meine Wahrheit oder so. Sondern die Wahrheit, die wir alle wissen. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Ich habe keine Ahnung, wann mein Ende da ist. Ich habe keine Ahnung, Punkt. Man braucht gar nichts hinten anfügen mehr. Ich habe keine Ahnung, Punkt. Und ich möchte, wir möchten euch mitnehmen auf einen Weg zu lernen, wirklich zu vertrauen. Und dass dieses keine Ahnung in euch nicht Enge produziert, was es bei den meisten Menschen macht. Ja, spür rein in deinen Körper. Keine Ahnung, kein Plan. Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, wann ich sterbe. Oh. Ja, das wird eng. Es wird eng. Okay? Sondern, dass dieses Bewusstsein, keine Ahnung, und diese Gegenwärtigkeit des Todes an jeder Ecke, und damit meine ich auch die kleinen, das kleine Sterben, Aufgeben von Gewohnheiten, Aufgeben von Freundschaften, Bekanntschaften, Menschen aus der Verwandtschaft verlieren und so weiter. Jeden Tag stirbt viel. Ja? Also wenn du eine Zelle wärst, hättest du nicht mehr lange vor dir beispielsweise. Oder eine Gehirnzelle. Heute Abend treffen wir uns dann zusammen zum Gläschen Wein, Sekt oder wie auch immer. Das ist das große Sterben im Hirn, würde die Medizin sagen. Ja? Glücklicherweise, bist schon gestern gestorben. Und es gibt keine Nachprodukte. Super. Also, keine Nachprodukte. Genau. Ja. Schönes Gefühl. Glücklicherweise bist du nicht so eine Nervenzelle, die darüber nachdenkt gerade. Ja? Glücklicherweise sind die im Sein. Und das ist so eine ganz andere Reise, als wir sie jemals gelernt haben. Und ich kann jeden verstehen, der sich damit schwer tut. Ich habe es auch getan. Ich habe das Glück einer Krise gehabt, ja, die mich nicht losgelassen hat. Ich hatte keine andere Wahl. Und manchmal gibt es so Momente, würde ich es natürlich jedem mal wünschen, ja, in so einer Situation zu sein, wo er einfach nicht mehr fliehen kann, damit er die Qualität des Bleibens kennenlernt. Die Qualität des Dableibens. Ich wollte auch in Krisen aus meiner Ehe fliehen. Ja? Glücklicherweise haben wir uns so viele Werte geschaffen, dass ich mir ein Leben mit einer anderen Frau echt überhaupt nicht vorstellen kann oder will. Und das hat nichts mit Verliebtsein oder sowas zu tun. Das hat vielmehr mit Liebe zu tun, mit Wertschätzung, mit dem, was da ist, mit diesem Fundament, was da ist. Und das bewegt dich zum Bleiben. Und dann bleibst du im Feuer stehen und brennst. Deine Gefühle brennen, es zerfrisst dich innerlich. Es macht dich verrückt. Du hast das Gefühl, du stehst kurz vorm Nervenzusammenbruch. Oder musst dir gleich das ganze Haus kurz und klein schlagen. Ja? Und du bleibst und du atmest tief und du bleibst. Und du merkst, es vergeht und du bist gewachsen. Du bist ein Stück transformiert. Diese Entscheidung hast du vorher nicht getroffen. Ich habe es gestern schon kurz gesagt, es ist kompletter Unsinn, die Entscheidung zu treffen. Ich transformiere mich jetzt mal. Ich kenne sehr viele Menschen, die Seminare besucht haben, um sich zu transformieren. Und die Transformation macht das Leben, wenn du dich auf das einlässt, worum es da geht. Aber mit Sicherheit nicht das Seminar. Und dieses Einlassen braucht Zeit, braucht Prozess, braucht dich in deiner Annahme dieses Weges. Und das braucht manchmal noch mehr Zeit.
Und ich bin unfassbar froh, dass ich das beruflich mache, dass ich mich dazu entschieden habe, weil dadurch komme ich nicht raus, ja. Und ich will auch gar nicht raus. Aber auch wenn man raus will, hat auch dieser Beruf so viel Wertigkeit geschaffen. Ich kenne auch Phasen in meinem Leben, da hätte ich am liebsten alles hingeschmissen und gesagt, keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe mir mal irgendwann so viel passives Einkommen aufgebaut, ich könnte damit auf einer Thailandinsel oder was weiß ich in Asien, ich könnte in Saus und wieder König leben, schon seit 20 Jahren. Ich bräuchte kein Fan, ich bräuchte keinen Tag mehr arbeiten. Was mache ich draus? Ja? Was Besseres? Genau. Das kann man alles nicht mehr erklären. Und da merkt man wieder, hallo, das Leben macht diese Dinge, das Leben transformiert diese Dinge. Ich habe da Werte geschaffen, in meiner Beziehung Werte geschaffen, Dinge, die viel größer sind, die über mich und diese ganzen Fluchtdinge hinauswachsen. Und darum geht's vielleicht im Leben, dass wir merken, dass uns eigentlich ganz andere Dinge leiten und dass es nicht darum geht, dass es uns jeden Tag toll geht, dass wir jeden Tag glücklich sind und so ein Blödsinn. Ja, dass wir uns durch und durch optimieren und empowern. Nein, es geht um vielleicht manchmal geht es nur um die klitzekleinen Momente, wo man das Gefühl hat, boah, ich bin komplett überwältigt von dem, was mir das Leben schenkt. Und ich weiß, dass ich diesen Moment der Überwältigung niemals, niemals erlebt hätte, wenn ich auf irgendeiner Thailandinsel gelebt hätte und jeden Tag am Strand spazieren gewesen wäre. Das weiß ich. Das weiß ich, genau. Ja. Weil diese unschätzbaren Momente hier beispielsweise mit euch, dieses Erleben, Mensch zu sein, sich als Mensch zu begegnen, mit Tränen, mit Lachen, mit Veränderungen, mit Ängsten, mit allem drum und dran und dann am nächsten Tag sehen, wie Menschen durch ihre Ängste gehen und dann stehen sie da und lachen danach und yeah, ach ja, so diese Dinge. Das ist offensichtlich irgendwie das Großartigste, die Begegnung von Menschen, weil es immer ein Schritt auch der Begegnung mit sich selber ist. Sich davon berühren zu lassen, ist offensichtlich das Großartigste. Und ich bin tief berührt, dass hier viele diesen Weg noch lange mit uns gehen. Das hat mich in den letzten Monaten ganz besonders berührt, weil das ist unfassbar schön. Und somit wird immer klarer, worum es eigentlich geht. Und es verliert sich das immer mehr, wovor ich in meinem Leben auch fliehen wollte. Und es braucht Zeit. Und es wächst Vertrauen auf einer ganz anderen Ebene. Und ich dachte auch früher, Vertrauen kannst du da und dadurch gewinnen oder Transformation da und dadurch oder Wachstum da und dadurch oder dein Problem wird sich schon lösen, wenn du diesen Weg gehst oder jenen Weg warst. Und irgendwann musste ich erkennen, das waren alles nur Methoden, Ideen, Ideen der Flucht. Die wahren Dinge des Lebens, die wahren erfüllenden Dinge, die wirklich großartigen Dinge habe ich in der Tat gewonnen durch das Bleiben. Und nicht durch das Gehen und nicht durch das nächste Lösung suchen, da nochmal und hier nochmal und dort nochmal, sondern durch das Bleiben, in der Tat. Darum bleibt, das war die Werbeeinlage. Nein. Ja, der Schlüssel ist, alles mit hineinzunehmen. Der Schlüssel ist, den Körper mit hineinzunehmen, seine Gefühle mit hineinzunehmen, seine Gedanken mit hineinzunehmen. Es ist nicht nur Embodiment. Es sind wirklich alle fünf Bereiche, die wir haben in unserem Leben und die, die wir kaum greifen können, die spirituelle Ebene, nämlich kennenzulernen, wer könnte ich noch sein, um nicht in der Beschränkung festzubleiben, zu glauben, ich bin so. Ja, ich habe diese Persönlichkeit. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich wäre mit Sicherheit ein anderer, wenn ich da oder da lang gegangen wäre. Und das geht uns allen so. Und es ist wichtig zu gucken, ganz einfach zu gucken, was, welcher Weg, welcher Gedanke, welches Gefühl, welche Begegnung, was macht unser Körper weit? Was sorgt dafür, dass Raum entsteht in uns? Und Embodiment sind praktische Körperübungen, die für diesen Raum sorgen. Und zwar immer und immer mehr. Ganz kurz. Und das zu erfahren, was geschieht in mir und dem zu folgen, was der Körper dir an Antwort gibt, das ist einer der großen magischen Schlüssel. Denn darauf kannst du vertrauen. Aber das lernt man dann auch erst, dass man darauf vertrauen kann. Am Anfang glauben wir das noch nicht so, weil der Körper ist meistens nicht so mit im Boot bei uns Menschen. Das haben wir uns abtrainiert.
Ja, mich würde es wirklich freuen, wenn dich das inspiriert hat. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich mal in der Experience, in unseren Experience-Seminaren begrüßen zu dürfen. Und wenn dir die heutige Folge, Episode gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn du sie teilst mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, wenn du eine Bewertung abgibst bei iTunes, damit diese Talkabout-Shows wirklich noch besser gefunden werden von anderen Podcast-Hörern. Damit kannst du nicht nur uns weiterhelfen, sondern natürlich dem ganzen Werk der Dinge, die wir hier tun. Ansonsten möchten wir dich einladen in unsere nagelneue, aufgefrischte, super begeisterungsfähige, tolle Academy. Melde dich ein in unsere Academy, melde dich an in unserer Community auf Facebook. Wir freuen uns, dich dort begrüßen zu können und wünschen dir von ganzem Herzen bis zur nächsten Episode alles Liebe und Gute. Bis bald.